Fragen Sie sich, warum die überflüssigen Kilos in den Wechseljahren so hartnäckig am Bauch und auf den Hüften kleben? In diesem Video nenne ich Ihnen 10 Schritte zu Ihrem Wohlfühlgewicht. Mein Name ist Susanne Kirschner-Bruns. Ich bin Ärztin und Buchautorin. Mein Thema ist seit vielen Jahren die Frauengesundheit und ich möchte auf diesem Kanal mein Wissen mit Ihnen teilen. Wenn die Anzeige auf der Waage nach oben geht, haben Sie vielleicht gar nichts verkehrt gemacht, genauso trainiert und nicht mehr gegessen. Vielleicht ist aber auch das Hungergefühl stärker geworden. Oder Sie haben Stress oder das Bedürfnis nach Schutz und mehr Raum, den Sie einnehmen möchten. Der neue Rettungsring um den Bauch hat dann möglicherweise eine Funktion. Schauen wir uns die Sache mit dem Übergewicht genau an. Auch wenn es sich so anfühlt, als seien die Kilos über Nacht passiert, addieren sie sich bei vielen Frauen in den Wechseljahren langsam. Üblich sind 5 Kilos in 5 Jahren, in 10 Jahren 10 Kilos. Wieder einmal sind die absinkenden weiblichen Hormone ursächlich. Was passiert? Erstens, im Rahmen des weiblichen Zyklus steigt nach dem Eisprung die Körpertemperatur um 0,5 Grad an. Sind die Zyklen in der Perimenopause jetzt unregelmäßiger oder fallen aus, das heißt fehlt der Eisprung, dann wird keine Energie für diese Wärmeproduktion verbraucht. Das sind immerhin 300 Kalorien am Tag weniger. Zweitens, der absinkende Progesteronspiegel zu Beginn der Wechseljahre und später auch der Östrogenmangel verschlechtern den Schlaf. Schlafmangel bedeutet Stress. Und das Stresshormon Cortisol beeinflusst den Insulinspiegel und das Hungerhormon Ghrelin. Bei Schlafmangel wird Ghrelin vermehrt ausgeschüttet und das Sättigungshormon Leptin zu wenig. Keine gute Kombi. Eine kanadische Studie konnte zeigen, wenn man 6 Jahre lang schlecht schläft, dann erhöht sich das Risiko für 5 Kilos mehr um 30%. Drittens, später kommt der Östrogenmangel hinzu, mit eventuellen nächtlichen Schweißausbrüchen, also wieder Schlafmangel. Außerdem versucht der Körper, das fehlende Östrogen zu kompensieren, indem er mehr Fettzellen bildet. Im Fett- und Muskelgewebe sowie der Leber kann nämlich Östron, eine Östrogenart, aus männlichem Sexualhormon gebildet werden. Viertens. Ab dem 30. Lebensjahr verlieren wir langsam Muskelmasse, ca. 3-5%. Zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr sind das sogar 10%. Das ist natürlich schade, denn Muskeln sind ein super Kalorienverbrenner. Fünftens, der Energieverbrauch sinkt zusätzlich, weil auch der Stoffwechsel ab 40 natürlicherweise leider langsamer wird. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann das nochmal verstärken. Und oft kommt es beim Älterwerden zu einer Leptinresistenz, das heißt, die Zellen sprechen nicht mehr so gut auf das Sättigungshormon an. Sie sehen, echt viele Faktoren beeinflussen das Thema Gewicht. Und hier habe ich noch nicht mal die psychischen Faktoren genannt, Stichwort emotionales Essen. Der berühmte Eisbecher bei Liebeskummer, der Schokoriegel nach dem stressigen Tag im Job. Essen, vor allen Dingen Zucker, kann nämlich über unangenehme Gefühle hinwegtrösten. Hier meine 10 Schritte für Ihr Wohlfühlgewicht. Erstens, überprüfen Sie Ihren Kalorienverbrauch. Der hat sich möglicherweise verändert. Bekommen Sie nicht mehr oder sehr unregelmäßig Ihre Periode, dann können es 300 Kalorien weniger sein, die Sie am Tag verbrauchen. Sind Sie Mitte, Ende 40, dann besitzen Sie weniger Muskelmasse. Auch das verbraucht weniger Kalorien. Und gehören Sie zu den Menschen, die in den letzten 3 Corona-Jahren eher im Homeoffice waren als im Büro, dann heißt das eventuell, dass Sie weniger Kalorien allein schon durch den Wegfall des Arbeitswegs verbraucht haben. Vor allen Dingen, wenn Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs waren. Oder auch, weil es im Büro jeden Tag lange Wege gab und zu Hause nicht. Zweitens. Lassen Sie Ihre Schilddrüsenwerte überprüfen. Liegt eine Unterfunktion vor, ist der Stoffwechsel nochmal verlangsamt. Drittens, sollten Sie nicht kurzfristig 3 Kilos verlieren müssen, um in den Bikini zu passen, dann lieber das Abnehmen realistisch angehen. Damit verhindern Sie große Frustmomente, denn 3 Kilos weniger in 14 Tagen sind in allermeisten Fällen genauso schnell wieder drauf. Ein realistisches Ziel, das zeigen Studien, sind 10 Kilos weniger in einem Jahr. Die Kilos bleiben dann auch dauerhaft weg. Viertens, fragen Sie sich, warum will ich jetzt essen? Habe ich wirklich Hunger oder vielleicht nur Durst? Die Signale aus dem Darm für Hunger oder Durst sind ähnlich. Trinken Sie auf jeden Fall erst einmal 1-2 Gläser Wasser, ehe Sie zum Snack greifen. Denn wenn Sie nur Durst haben, sparen Sie Kalorien. Ob man tatsächlich abnimmt, wenn man vor dem Essen Wasser trinkt, ist laut einer Studie der Berliner Charité nur erwiesen für den Fall, dass man auf Diät ist.
dann verbraucht der Körper tatsächlich 100 Kalorien mehr, wenn man einen Liter Wasser zusätzlich trinkt. Fünftens, ich rate aber immer lieber zu einer Ernährungsumstellung statt Diät. Wie gesagt, wenn man nicht die 3 Kilos in 14 Tagen inklusive Jojo schaffen muss. Wichtig für das Thema Essen finde ich, was ist für Sie dauerhaft praktikabel im Alltag, vor allem, wenn Sie Job und Familie unter einen Hut bringen müssen. Lieber auf Dauer weniger Zucker, Weißmehl, tierische Produkte und Fertigprodukte essen und dafür mehr Ballaststoffe, grünes Gemüse und pflanzliche Öle. Die machen satt und Sie können sie mit Ihrer Familie genießen, statt einsam an dem Salat herumzumümmeln. Denn, und das ist sechstens, dann essen Sie auch langsam und glücklich. Laut einer Studie der University of Rhode Island nimmt man 10% weniger Kalorien auf, wenn man langsam isst. Das Sättigungsgefühl setzt nämlich erst nach 15 bis 20 Minuten ein. Siebtens, über die Zusammensetzung Ihrer Darmflora können Sie das Gewicht steuern. Fermentierte Lebensmittel, Probiotika und Ballaststoffe unterstützen die Darmbakterien, die selbst antientzündliche Verbindungen und viele andere Stoffwechselprodukte herstellen, die das Gewicht regulieren. Achtens, bewegen Sie sich im Alltag so viel es geht. Fahrrad statt Auto, Treppe statt Lift, Spaziergang oder Joggen, bevor man es sich abends auf der Couch gemütlich macht. Neuntens, neben der Bewegung im Alltag ist regelmäßiges Ausdauertraining wichtig. Da kommt man jetzt wirklich nicht drum herum. Und auch Muskeltraining ist super. Am besten 2-mal in der Woche, zu Hause mit einem Theraband oder Gewichten. Denn Muskeln sind die besten Fettburner. Zehntens, lassen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel überprüfen. Denn Studien konnten zeigen, dass auch ein Vitamin-D-Mangel zu Übergewicht beitragen kann. Neben diesen Tipps rate ich dazu, erstmal für eine Woche oder 14 Tage ein Essenstagebuch zu führen. Das hilft, um Ursache und Wirkung aufzuspüren. Sie notieren einfach, um welche Uhrzeit Sie was essen und in welcher Stimmung Sie sind bzw. was gerade los ist, auch emotional. Dadurch analysieren Sie, in welcher Situation Sie Appetit oder Hunger haben, wie viel Sie eventuell unbewusst zwischendurch essen, in welcher Stimmung Sie essen und wann Sie satt sind. Mit dem Essenstagebuch decken Sie Muster und Essensfallen auf. Das wird Ihr Verhalten und Ihr Verhältnis zum Essen ändern. Wenn Sie zum Beispiel feststellen, dass Sie immer in stressigen Situationen oder kurz danach einen Kaffee Latte mit etwas Süßem brauchen, dann verstehen Sie, dass Koffein plus Kalorien dem Stressabbau dienen. Was Sie brauchen oder eigentlich bräuchten, ist also ein Moment der Entspannung. Statt aufputschendem Koffein könnten eine Tasse Tee und 5 Minuten Ruhe viel effektiver sein und vor allen Dingen kalorienärmer. Ich habe für mich auf diese Weise herausgefunden, dass ich aus Langeweile esse oder um mich zu belohnen. Wenn ich etwas erledigt habe und denke, was mache ich denn jetzt, dann ertappe ich mich dabei, dass ich an den Kühlschrank gehe. Mittlerweile sage ich dann Stopp. Ich könnte stattdessen ja auch in die Zeitung schauen, aufräumen oder mich aufs Fahrrad setzen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und aktivieren Sie die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Herzlich, Ihre Susanne Kirschner-Bruns.